Natürlich macht jeder Mensch eine Menge Fehler im Laufe auch seines Geschäftslebens. Und da ist einfach besser, wenn man die Erfahrung hat. Und wenn man eh schon dünn kapitalisiert ist, darf man keine Fehler machen. Einen wunderschönen guten Morgen, schön hier zu sein. Ich darf hier ein Gespräch moderieren mit einer Persönlichkeit, die ich schon während meines Studiums begonnen habe zu bewundern. Also ich habe, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, aber wir haben 1989 mal telefoniert. Dann habe ich Sie angerufen, weil wir auf der VIEW ein im KMU-Sektor Seminar gemacht haben über Management, Buyout und so weiter. Ne? Und der Professor mir gesagt hat, der Zimmermann der hat das gerade gemacht, ne? und rufen Sie ihn an. Ne? Und das habe ich gemacht und es war ein 10-minütiges, 15-minütiges, sehr, sehr informatives Gespräch. Sie haben geduldig meine Fragen irgendwo beantwortet und es war zumindest so beeindruckend, dass ich mich noch gut daran erinnere. Jetzt darf ich wieder Fragen stellen, was mich sehr freut. Wobei ich eigentlich frage, warum als Interview das Ganze? Sie können ja, man sind ja gewohnt, irgendwie auch zu reden und Vorträge zu halten, etc., etc., etc. Ja, schönen guten Morgen. Danke für den Pass in den Strafraum. Ich habe von Anfang an gesagt, ich tue ungern Vorträge halten, weil der Vortrag hat die Tücke, dass man an den Zuhörern vorbeiredet. Und so gesehen ist das moderierte Gespräch reduziertes Risiko um 50% ungefähr. Da bin ich schuld sozusagen, wenn man dann eben redet. Na, das handeln wir dann aus. Ja, okay. Danke. Ihr habt die Vita, habe ich gesehen, in eurer Programmbeschreibung drin vom Herrn Zimmermann. Studium Welthandel, 1947 in Bludenz in Vorarlberg geboren, verschiedene Stationen im Management, IBM, Spar, Böhm, na, dann eben 86 in die Geschäftsführung von der Firma Berndorfer Metallwarenfabrik, so wie es damals geheißen hat, 1988 dann diesen Management-Buyout, mit dem sie eine Firma, die über 100 Jahre alt war, aus der Krise geholt haben und auf Expansion umgestellt haben. Und sagen wir, um das Thema Expansion sich auch hier vor Augen vorzustellen, das war damals eine sehr wackelige Sache, ne, mit 60 Millionen Umsatz. Ne, und die Firma hatte dann, das war 88, 2017, 660 Millionen Umsatz, ne, plus Beteiligungen in ungefähr nochmals demselben Ausmaß. Ne, also von 60 Millionen, sagen wir, Wertschöpfung, wenn man so will, auf 1,2 Milliarden Wertschöpfung. Sie selbst haben sich dann 2008 aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat zurückgezogen, haben jetzt auch diesen Schritt raus aus dem Aufsichtsrat gemacht, sind auch bei der SBO, bei der Schiller-Bleckmann noch im als Aufsichtsratsvorsitzender tätig, an Startups beteiligt, gefragte Berater da und dort. Ich weiß nicht, ob ich noch was Wesentliches vergessen habe, außer dass sie auch eine Musikband gegründet haben, also The Swinging Leaders, ne, wo er heute auch noch sehr aktiv ist. Und zweifacher Großvater. Das Gespräch hat den Titel Unternehmer sein, was heißt das? Erfahrungen aus der Praxis eines erfolgreichen Unternehmers. Ja, mal sehen, wie sich das ganze Gespräch entwickelt. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht machen wir so vier Kapitel, ne, also an denen wir uns irgendwie vorhandeln. Der erste, ja, über das Unternehmer sein. Ne, das zweite über dieses Verhältnis Staat-Unternehmen. Ne, das zweite Kapitel Verhältnis Unternehmer-Mitarbeiter. Ne, und dann als Schluss dann, so wie es ergibt, Markt, EU, Globalisierung. Und zum Thema Unternehmer sein. Vielleicht gibt es noch anderes. Ich glaube, man sollte auch spontan dann
sich einbringen, wenn sie andere Dinge interessieren. Ja. Ja, also wenn, ja. wenn wir vollkommen am Thema vorbeireden, dann sind Sie mitverantwortlich. Ja, genau. Also, genau. Jetzt haben wir die Verantwortung abgeschoben. Jetzt sind wir eine Gemeinschaft geworden. Ja, also haben Sie immer davon geträumt, Unternehmer zu sein? Ja, also... Haben Sie das angestrebt oder hat sich es ergeben? Ich glaube, das ist eine Frage des Sich-Ergebens. Natürlich, du brauchst das Glück dazu, dass sich die Türen auftun. Aber schon auch die Sehnsucht, wir sind eigenständig, eigenverantwortlich zu sein. Und wie gesagt, diese Vision eines Tages, gibt es nur mehr zwei Chefs. Das ist der liebe Gott, der Oberste, und dann ist es die Frau. Ja? Und sonst ist man mehr oder weniger eigenverantwortlich und sehr selbstständig unterwegs. Das war sicher eine Vision schon als junger Mensch. Dorthin möchte ich einmal kommen. Und dann meandert das Leben so dahin. Und es tun sich, ich glaube, bei jedem Menschen gehen irgendwann einmal Fenster, Türen auf und da muss man es dann tun. Ja. Und meine prägende Erfahrung war schon als Schüler und Student, ich habe also ab dem 14. Lebensjahr, wo es erlaubt war, habe ich jeden Sommer gearbeitet in der Fabrik, wo mein Vater auch beschäftigt war und habe dort so alles durchgemacht, also wirklich vom Fabriksarbeiter bis zum Lohnverrechner, habe dort alles gelernt. Und ich habe dort eine ganz wichtige Beobachtung gemacht, das war ein Familienunternehmen. Und da hat es einen unglaublich tüchtigen Prokuristen gegeben, der mir also immer so als dynamisches Vorbild da begegnet ist. Da war der schätzungsweise 40 oder wie immer, wie ich da begonnen habe. Und dann habe ich eine Entwicklung dort gesehen. So jeden Sommer hat sich etwas entwickelt und irgendwann hat es einen Generationenübergang gegeben. Und dann ist dieser brillante Prokurist, der das Geschäft für die Familie geschupft hat, allmählich verwelkt. Die nächste Generation ist gekommen und irgendwann habe ich ihn gesehen, die Tasche des Juniorchefs zu tragen. Und da hat es bei mir Blitz gemacht und gesagt, mit mir nie. Also das würde ich nie aushalten und diesen Weg möchte ich nie gehen. Also das ist schon tief drinnen gesessen. Und dann hat das Berufsleben begonnen, alle möglichen Stationen durch. Und vor Berndorf war ich 8 Jahre Geschäftsführer bei einem Familienunternehmen. Und da ist dieses Bild des Prokuristen mir wieder sehr stark emporgekommen. Familienunternehmen, die nächste Generation ein Stück jünger als ich, aber schon in den Startlöchern, wenn ich 50 bin, sind die da. Ja? Und ich mit Aktentasche unterwegs. Und ich war damals, also wie ich dorthin gekommen bin, 31 Jahre. Und ich habe gesagt, vor 40 möchte ich es entschieden haben, wo ich da lande. Ja? Und habe dann irgendwann einmal so nach 6, 7 Jahren, wie also der gegenseitige Vertrauensbeweis eigentlich geliefert wurde, haben wir angefragt, wir haben eine große Transformation zu machen in dem Unternehmen. Ich wäre bereit, das hat mit EU-Beitritt und so weiter zu tun gehabt damals. Da war zu sehen, dass gewisse Funktionen verändert werden müssen, das Unternehmen muss umgebaut werden. Und bin damals zum Eigentümer gegangen und habe gesagt, ich bin bereit, das gemeinsam durchzumanövrieren. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es die Möglichkeit einer Beteiligung gibt. Eben Aktentasche war da mein Trauma. Und dieser Eigentümer hat dann gesagt, naja, also er kann sich alles vorstellen, nur das geht nicht, weil Familienunternehmen und da kann man keine Fremden reinnehmen und das ist schwierig und so weiter, verständlich. Und ich habe ihm dann gesagt, da müssen Sie damit rechnen, dass ich innerhalb eines Jahres mir einen neuen Weg suche, eine neue Aufgabe suche. Worauf er angekommen ist, mit einem Dienstvertrag, unkündbar bis zum 65. Lebensjahr, abgesichert mit einer Lebensversicherung, was der Teufel. Also es hat mich alles nicht mehr interessiert. Also es war dann erledigt. Und ich habe das ordentlich übergeben, Nachfolger gesucht und innerhalb dieses einen Jahres. Und dann eben, es tun sich Fenster und Türen auf, wenn man bereit ist dazu. Und da lief dieses Berndorf über den Weg, ein
sehr beschädigtes, verstaatlichtes Unternehmen damals. Zu den 60 Millionen Euro sind noch zu erwähnen, davon ungefähr 10% Verlust. Ja, und es war absehbar, dass die Eigenmittel irgendwann erschöpft sein werden. Und da war ja Sanierungsbedarf. Und damals hat die, das, wir sind in den 80er Jahren, in Österreich war die verstaatlichte Industrie sehr in der Krise. Also da gab es eine Menge Skandale, Nachbesserungen, viel Diskussion um Missmanagement und so weiter. Und die damalige Bundesregierung hat also quasi die Regel aufgestellt, es wird kein frisches Geld mehr nachgeschossen in diese Läden. Und ich bin dort hingegangen als Sanierer mit einem Zweijahresvertrag. Ich wollte nie verstaatlichten Manager werden. Aber ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt, weil das ist sehr spannend. Und habe einen Zweijahresvertrag angenommen mit einer Klausel, wenn ich das Problem löse. Und das Problem lösen hieß damals, entweder gibt es einen Weg der Sanierung durch Kleinerwerden oder man sperrt zu oder man verkauft Teile und wickelt das Ding ab. Jedenfalls in jedem Fall ist es Erfolg, wenn das Thema weg ist und kein staatlicher Nachschuss mehr Erfolg ist, zu erfolgen hat. Wenn ich diese Ziele erreiche, dann werde ich nach einem 1,5 Jahren 6 Monate bei vollen Bezügen freigestellt. Und das war mein Traum. Ich habe gesagt, okay, das schaffe ich. Und dann habe ich diese 6 Monate, meiner Frau immer schon eine Weltreise versprochen, aber ich kann in diesen 6 Monaten gewisse Dinge tun. Und da hat schon ein Lichtlein geleuchtet. Und zwar gab es einen Unternehmer in Niederösterreich, der hat so 70 Mitarbeiter beschäftigt, die haben Glieder für Kettensägen gemacht und er war schon 90 und hat die Tochter 65 und die Enkelin Schauspielerin, also er hat keinen Nachfolger gehabt und er fand, es ist jetzt Zeit mit 90 über die Nachfolge nachzudenken und irgendwie sind wir zusammengebracht worden. Ich war dann immer am Samstag bei ihm zu Besuch. War sehr interessant. Und das habe ich so in meinem Hinterkopf gehabt. Ich habe gesagt, okay, ich mache diese Sanierung, dann nehme ich mir die Auszeit und dann mache ich die Kettensägen-Geschichte. Ja. Bin also in Berndorf gestartet. Der Kettensägen-Opa war ein bisschen mühsam. Ja, also wir haben, wie soll ich sagen, immer so kontinuierliche Bewertungsgespräche geführt. Ich musste wissen, wie viel Geld muss ich aufstellen. Ich habe einen Bruder, der war auch Unternehmer, also ich habe gewisse Ressourcen gehabt, aber ich musste wissen, wie viel ist wirklich. Und wir sind an diesem Preis über die ganze Zeit, also ein ganzes Jahr, nie so richtig hinweggekommen. Also es war immer, wenn ein Auftrag gekommen ist, ist es teurer geworden, wenn wieder Lücke war, dann war weniger, hat mir immer die Fernschreiben gezeigt, welche Aufträge aus Afrika und aus Asien und irgendwoher. Also es war mühsam, aber ich habe das Feuerchen immer kochen gehabt, habe die Sanierung in Berndorf gemacht, ein kleiner Exkurs, auch für alle, die Manager werden wollen. Ich habe dort auch das einmalige Erlebnis gehabt, in der Phase der Restrukturierung einen riesen Konflikt mit dem Betriebsrat und letztlich mit den Mitarbeitern zu haben, der gegipfelt hat in einer Demo. Also 1500 Leute auf der Straße, Zimmermann, Facharbeiter, Mörder und so weiter und so fort. Also deftige Dinge. Und das war eine unglaubliche Erfahrung auch, weil ich hatte noch nie so. Ich war weder selber bei einer Demo dabei, noch habe ich eine gegen mich erlebt. Also es war ein spannendes Erlebnis. Und abgekürzt, dieser ausgetragene Konflikt mit den letzten demokratischen Möglichkeiten hat mir die Chance gegeben, nach der Sanierung, wo wir einen gewaltigen Schnitt machen mussten, es musste ein Viertel der Mitarbeiter mussten gehen, um überhaupt wieder in die Gänge zu kommen, das hat die Chance gegeben, jeden Tag neues Vertrauen aufzubauen. Und weiter Sprung nach vorne, also zu meinem 60er im Jahr 2007 kam der Betriebsrat und hat mir die Demo-Utensilien geschenkt. Die waren gelagert im Parteilokal in Berndorf und dann war das eigentlich ein Zeichen des Vertrauens nach 20 Jahren. Demo-Utensilien sind bei uns im Proberaum zu besichtigen, beziehungsweise daheim habe ich noch ein Transparent. Und ganz toll. Und ich wurde dann noch Ehrenbürger in Berndorf. Also das war für mich in meinem Lebenslauf überhaupt der spannendste Bogen, den man sich vorstellen kann, von der wirklich meist gehassten Person im Ort zum Ehrenbürger. Es zu schaffen hat 20 Jahre gedauert. Also das war das Erlebnis. Es
kam Buyout, Stichwort, dann 1988 ziemlich dick daher. Die verstaatlichte Industrie geriet immer mehr ins Wanken und dann war Privatisierung angesagt. Da hat sie dann damals die ersten Vorbereitungen für Börsengänge, ÖMV und so weiter gegeben. Aber es war, Privatisierung war offen. Und ich habe gelesen, dass ein österreichisches Unternehmen im Rahmen eines Buyouts den Besitzer gewechselt hat. Das war die heutige RHI, Radix Heraklit. Helmut Longin war der Buyout-Pionier, sage ich mal, ist mein Pate, weil ich hätte es nicht in der Zeitung gelesen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man ein Buyout machen kann. Also man, Buyout ist, man hat kein Geld, hat eine Bank, die es finanziert und hat viel Mut. Und dann ist Buyout und kauft das Unternehmen. Und das war damals möglich, das geht halt nicht mehr übrigens. Also die schlechte Nachricht, sowas funktioniert in so einer Struktur nicht mehr, aber damals war es möglich. Und das war dann im Sommer 87, ich habe gesehen, die Sanierung geht auf, also wir brauchen nicht zusperren, es hat sich herausgestellt, der Kern der Mannschaft ist okay und wir kommen da durch. Und dann habe ich im Herbst 87 ein Übernahmeangebot gemacht, das hat dann 6 Monate gedauert, weil das ist Nationalrat und Dings und Verwaltung und hin und her, war ein ziemlich langer Verhandlungsprozess. Und im Juni 88 haben wir das Ding dann übernommen, hatten konsolidiert 3% Eigenmittel und 97% Schulden. Das war unser Start und haben wir Glück gehabt, dass es ausgegangen ist, weil eben noch gute Jahre vor uns waren. Mauerfall 90 hat eine Sonderkonjunktur gegeben, 91 gut gelaufen, 92 noch gut gelaufen, 93 gab es dann schon wieder eine Krise. Aber jedenfalls, wir waren genau im richtigen Moment, sind wir da hineingegangen und haben eben 3 sehr, sehr gute Jahre bekommen, auch um die Schulden etwas zu entspannen. Das ist einmal die Geschichte Buyout. Jetzt habe ich mich verloren und Sie müssen mich wieder einfangen. Wir kommen zum Transformationsprozess bei Berndorf, kommen wir etwas später nochmal zu sprechen, würde ich sagen. Jetzt würde mich interessieren, Sie haben diese Aussage getätigt, Sie wollten also, 40 waren irgendwie die Grenze, ne? Da wollten Sie irgendwo die Perspektive Aktenkoffer tragen, irgendwie abgeschlossen haben. Mhm. Heute gibt es einen unglaublichen Startup-Boom. Ne? Die Leute heute auf der Uni reden nicht von 40, sondern reden mit 25, von 25, mhm. Ne? Also wo man es geschafft haben muss. Ne? Welche Voraussetzungen oder welche Learnings, ne, würden Sie sagen, waren für Sie wichtig in dieser Phase bei Spar, bei IBM, bei Böhm, ne, die sich in die Lage versetzt haben, dann das Unternehmen erfolgreich zu machen? Also ich mache jetzt eine ethisch bedenkliche Aussage. Wenn ich Leute dann beraten habe, die in einer ähnlichen Situation waren, und gesagt, ich möchte Buyout machen und so weiter, dann habe ich gefragt, naja, wie alt sind Sie denn so? Und dann habe ich gesagt, ist noch ein bisschen früh, machen Sie die Fehler auf fremde Rechnung. Also und deshalb ist 40 ein Ideal. 50 ist zu spät, weil man da mal zu wenig Headroom, ja. 40 ist ideal, weil man hat schon alle Fehler gesehen, gemacht und mitgemacht oder mitgesehen, mitbeurteilt. Und natürlich macht jeder Mensch eine Menge Fehler im Laufe auch seines Geschäftslebens. Und da ist einfach besser, wenn man die Erfahrung hat. Und wenn man eh schon dünn kapitalisiert ist, darf man keine Fehler machen. Also wenn Sie sowas machen, mit 3% Eigenmittel, eine gröbere Fehlentscheidung und Sie sind schon an der Wand. Das geht gar nicht. Heute ging es überhaupt nicht mehr. Heute muss man ja 8% von Gesetzes wegen haben. Das muss man gleich zum Konkursrichter gehen. Also wir waren wirklich da sehr gratwandernd unterwegs und da ist einfach null Fehler angesagt. Und das daraus resultiert. So, jetzt Startup. Ja. Das Startup Unternehmer macht in Wahrheit die Fehler ja auch auf fremde Rechnung. Denn das Geld ja nicht selber, sondern hat eine super Idee, geht hinaus, Fundraisen zu Private Equity, Family Office, reiche Menschen, 2 Minuten, 7 Millionen, so wie das heißt. Ja. Also so, das heißt, der Startup-Unternehmer macht es eigentlich gar nicht so blöd, er hat eine super Idee und darf die Fehler auf fremde Rechnung machen. Wenn er pleite ist, hat er ja, wenn er geschickt und gescheit ist, ja nicht alles riskiert und sich nicht privat verschuldet und so weiter. Ist das eine ausreichende Auskunft?
Das reicht auf alle Fälle. Ich würde aber noch nachfragen, Wilhelm, Sie sind auch in Startups, bei Startups beteiligt. Mhm. Ne? Welche Ratschläge geben Sie den jungen Menschen, ne? um sozusagen also aus den Fehlern zu lernen und irgendwo in diese Unternehmerrolle hineinzufinden? Also ich weiß ja eben, darum sage ich ja, das Startup-Unternehmen macht Fehler auf fremde Rechnung. Ich habe ja solche Rechnungen bezahlt, ausreichend. Ja. Wir haben 1997, gab es eine unglaubliche Welle, also in dieser, ich würde sagen, ausgelöst durch das aufkommende Internet und die Marktplätze und so weiter, hat sie ab der Mitte der 90er Jahre hat sie einen unglaublichen Wandel gegeben. Und ich vergesse nie, also Sie kennen sicher Heinrich Lichtenstein, der hat damals dieses Europe 500 Projekt betreut und so weiter. Und wir waren da auch dabei, halt mit Old Industry, Old Economy. Aber da waren dann irgendwann einmal so 96, zwei von 500 rasch wachsenden Unternehmen in Europa waren 300 ehemalige Startups dabei. Und da sind wir Alten dort gesessen, ja, also aus der ein paar aus der österreichischen Industrie. Und jetzt ist der Helmut List von AVL ist jetzt nicht wirklich im Rostbusiness und irgendwie so Eisenbiegen unterwegs, sondern Hightech. Aber auch da sind wir gesessen und haben gesagt, hey, wohin geht da die Welt? Ja? Und ich bin damals mit der unglaublich spannenden Vision zurückgekehrt. Das war irgendwo in Südfrankreich, dieser Kongress. Und habe meinem Kollegen Peter Bichler gesagt, wir sind zwei Vorstände gewesen, du, wir müssen in 10 Jahren ein anderes Unternehmen sein. Wir müssen aufhören, da Eisenbiegen und Metallschleifen und irgendwas, sondern wir werden eine Softwarebude sein. Und ich habe die Voraussetzungen, ich war ja ein paar Jahre bei IBM, ich habe Programmieren gelernt, ich verstehe diese Leute und so weiter. Also wir müssen da völlig nahe. Ja. Worauf wir also, glaube ich, an die 100 Projekte angeschaut haben, 96, 97, und 9 gemacht haben. Ja, ich kürze ab, von den 9 sind 5 wirklich unglaublich spannende Pleiten gewesen. Und zwar jede hat seinen Sondercharakter gehabt. Und also hochinteressant. Ja. Nämlich, was wir da gelernt haben dabei auch. Und 4 haben überlebt. Und das Spannende, eines, wo wir am meisten Bauchweh hatten, das war ein Softwareprojekt, wo man von Karte zu Karte Geld transferieren kann, mit Programmierern in Moskau, ja, ziemlich sexy, also Moskau wurde programmiert, der Markt war auch eher Russland, weil dort haben sie das braucht. Und wir haben das Schwein gehabt, wir haben das entwickelt, das hat funktioniert und die Sberbank hat es uns abgekauft. Und das hat uns die Rechnung für die 5 Pleiten locker bezahlt und wir sind in Summe da ganz nett rausgekommen. Gab dann noch eins, das in die Firma integriert wurde. Eins, wo wir Glück gehabt haben, da kurz vor der Pleite konnten wir ein Patent verkaufen und eins war dabei, das nach 10 Jahren von Qualcomm dann gekauft wurde, wo man auch 10 Jahre Geduld haben musste, bis das so weit war. Das heißt, das ist jetzt so ein, was wir da gelernt haben, es ist ein Mix. Du musst viel länger denken, also diese Businesspläne müssen immer um 5 Jahre nach rechts verschoben werden. Also Innovation unter 10 Jahren findet normalerweise nicht statt. Also diese super Sonderwunder, ja, wir haben eben eines gehabt mit den Russen, aber mit denen darf man nie rechnen, sondern der Normalfall ist, es dauert immer viel länger. Also Startup dauert lang, 10 Jahre ist nichts. Und dann brauchst du eben Durchhaltevermögen der Startup-Leute, aber auch der Finanzpartner, sonst funktioniert es nicht. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Jungunternehmern damals und wie viele von diesen hunderten Wachstumskaisern, die wir da gesehen haben, heute noch existieren. Ich glaube, 10 vielleicht oder 20. Und über die redet man dann. Das sind dann die Amazons und die Googles und so weiter. Aber wie vieles ist da auf der Strecke geblieben? Wir waren einmal Yahoo-User. Wer weiß halt noch, was Yahoo ist und so weiter. Also, das heißt, das ist ein unglaublich spannendes Jahr. Ich bereue nichts, dass wir es gemacht haben, weil wir haben wahnsinnig viel gelernt und wir verdienen das Geld noch immer mit dem Eisenbiegen. Ja? Also das ist auch, das, wir haben noch immer so 5 Startups in unserem quasi kleinen Tiergarten. Ja?
Die machen wir, aber sind wir schon viel fokussierter. Das ist Robotik, das hat mit Material, Wissenschaft zu tun und so. Also eher näher an dem, was wir sind und keine Marktplätze mehr und so weiter. Aber es ist ein spannendes Terrain. Dem Jungunternehmer gebe ich mit, schaffen Sie Vertrauen, dass der Investor lang mit Ihnen mitgeht, langfristig mitgeht. Zweitens, wenn Sie Ihre Businesspläne machen, sind einen attraktiven für 2 Millionen, 2 Millionen und machen Sie einen für sich selber 4, 5 Jahre nach rechts verschoben, alles, was da so kommt. Umsätze und Gewinne und Cashback und so. Wahnsinn, müssten Sie ja über diesen Startup-Hype, wenn man so will, man sehr, sehr froh sein, weil Unternehmer schaffen die Marktwirtschaft, beziehungsweise die Marktwirtschaft basiert auf Unternehmer. Ich bin ja absoluter Fan von Gründungen und so weiter. Ja. Also es ist überhaupt keine Frage. Und sonst würde sich ja auch nichts verändern. Und ich glaube auch, es hat ja auch uns verändert, ohne dass wir es gemerkt haben. Also wir haben sehr viel gelernt dabei. Eines ist mit Sicherheit, aber das ist eine Binsenwahrheit, die gescheiterten Projekte sind jene gewesen, wo es menschlich nicht gestimmt hat. Also wenn es menschlich passt hat, wie gesagt, dieses eine Ding, dass wir, das hat mit Virtual Reality zu tun, dass wir dann an Qualcomm verkaufen konnten. Das waren 3 Uni-Professoren von der TU in Wien, super verlässliche, tolle Leute. Da haben wir einfach gemeinsam durchgehungert, bis wir so weit waren. Ja? Dann kann man es machen. Also wenn sind Sie Investor, dann schauen Sie, mit wem Sie es zu tun haben. Es geht einfach um die Leute. Lassen wir mal das Kapitel Unternehmer sein. Es gibt noch vieles dazu irgendwo zu besprechen, aber das nächste Thema Staat und Unternehmen. Mhm. Also Sie haben in ein Staatsunternehmen, sind in ein Staatsunternehmen eingestiegen mit Berndorf. Was sind die Charakteristika, die Sie da irgendwo, mit denen Sie da konfrontiert waren und worin hat der Transformationsprozess am Ende bestanden? Also das ist ein wirklich spannendes und dringendes Thema. Und wenn wir es jetzt einmal losgelöst von uns erfahren, aber ich komme noch zurück, betrachten, dann erfüllt mich das sehr mit Sorge, dass es heute völlig selbstverständlich ist, dass wir über Verstaatlichung reden. Ja, also quasi Unternehmen verstaatlichen, das ist okay und das ist sogar gut so. Jetzt gibt es sogar noch die Verstaatlichung, also mit DT. Also auch die Stadt Wien steigt jetzt ein als Unternehmer und so. Vielleicht gibt es die Verdörflichung und die Länderung und so weiter. Also das heißt, was ich da in einer großen, der Professor hat das ja alles wahrscheinlich systemisch beobachtet, aber ich sehe es ja eine große Welle, ja, die da so läuft. Der Staat hat Gutes getan nach dem Krieg. Also zum Beispiel bei uns waren die Russen im Werk. Ja, also das war ein USSIA-Betrieb, Upravljenie und so weiter, Sowjetskoje und so. Also war in russischer Staatsverwaltung war dieses ehemalige stolze Berndorf, ja, ein Unternehmen, das über 175 Jahre alt ist. So, jetzt sind diese Russen weg und haben eine Ruine hinterlassen und dann ist der Staat gekommen und hat dort quasi in den Ruinen versucht, wieder betriebliche Aktivität zu generieren. Übrigens auch etwas Spannendes, wie die Genetik eines Industriestandorts funktioniert. Das heißt, das war eigentlich schon eine Leiche dort, aber da war noch immer Glut in der Asche drinnen und aus dem ist wieder etwas entstanden. Also das heißt, das ist für mich auch eine faszinierende Geschichte, dass an einem Industriestandort, so wie es Berndorf war, wo einmal in der Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg tausende Mitarbeiter waren, dann Dings, so Welle, Zweiter Weltkrieg, dann die Russen, dann ist es kaputt und dann war da noch was und dann ist der Staat gekommen und der hat es gut gemacht. Der hat dort einfach versucht, dass wieder Aktivität passiert, ja, dass Menschen beschäftigt werden, die Hallen wurden wieder repariert und irgendwie so. Das war 1955, 56 nach Abzug der Russen, ist da was passiert? Staat. Toll. Ja? Dann hat der Staat gefuhrwerkt. Und dann war der Staat nicht toll, weil er hat dort in Wahrheit den Staat im Betrieb abgebildet. Also in Österreich,
gab es immer entweder schwarze und rote oder rote und schwarze. Ja? Und in den Unternehmen gab es rote Vorstände und schwarze Vorstände. Und mein Betriebsrat war der Bürgermeister von Berndorf. Also das heißt, Politik und Staat und Bürokratie war im Unternehmen durchgängig abgebildet. Das mag hinhauen, wenn man im Comecon wäre, also quasi man in der kommunistischen Welt gewirtschaftet hätte. In einer Marktwirtschaft ist das nicht besonders konkurrenzfähig, das System, weil natürlich da sich furchtbare Unsitten abbilden und das ging ja bis in die Abteilungen hinein. Rote, schwarze, rote, schwarze. Und ich erinnere mich, der Betriebsrat hat einmal gesagt, hat er berichtet über eine Mitarbeiterin im Besteckwerk, die kann sogar ein bisschen Englisch. Also das war eine super Qualifikation bei uns. Ja. Aber wichtiger noch war, sie hat mein Parteibuch. Und dann war alles okay. Und das ist etwas, was sie, wenn der Staat wirtschaftet, nie rausbringen. Das ist ja klar, wenn Staat ist Politik, Politik ist Parteien, Parteien sind Interessen, hat mit Vertrauen zu tun und dann setzt man halt dort so die Leute ein und eben das hielt ich für das größte Problem in diesen Strukturen, dass nicht nach Qualifikation selektiert, gefördert und gefordert wurde, sondern ausschließlich nach Zugehörigkeit zu einem Club. Das kann nicht gut gehen. Ja? Und ich bin gekommen, wirklich völlig ahnungslos von diesen Strukturen und habe Folgendes gemacht, ich habe gesagt, wir müssen 20% der Belegschaft abbauen, um überhaupt auf eine Kostenstruktur zu kommen, die passt. Und ich habe gesagt, ich möchte wissen, welche sind jene 20%, die in der Leistungsskala am weitesten hinten sind. Das heißt, wir müssen die Nicht-Leistungsträger leider verlieren am Weg. Oder es gibt Talente, die in der falschen Abteilung hocken und dort irgendwas tun, was nicht produktiv ist. Also die Aufgabe war am Anfang einfach, das auszusortieren. Und ich habe das gemacht, eisenhart. Ja. Und zwar es war ein teuflisches System. Ich habe zuerst die Manager, also diese Division-Leiter gefragt, wie viel Leute hast du oder wie viele Schwachstellen hast du? Ja? Und dann haben wir die Ergebnisse angeschaut, die da so, also wie viel Verlust die so gemacht haben. Und da hat es eben das Phänomen gegeben, dass die Verlustweltmeister lauter exzellente Mitarbeiter hatten. Also was war das Signal? Es muss der Verlustweltmeister gehen und dann kann man weitermachen. Ja, also ich habe top-down faktisch das System bereinigt. Wurscht, ob es ein roter, ein schwarzer oder was immer war. Und das hat letztlich dann zum Protest geführt. Darum hat es eine Demo gegeben und darum war da ein Riesenaufschrei und so weiter. Aber das war, jetzt sage ich mal, der entscheidende kulturverändernde Schritt, dass es zählt nur das, was du tust, wozu du bereit bist, wozu du fähig bist und alles andere ist, sagen wir, Krankel würde ich sagen, primär. Ja? Also, Das war, wie Sie sagen, dieses Erlebnis, und das werden wir wieder erleben, ich mache eine Wette, es kommt wieder zusammen im Gebet, wenn jetzt wieder sehr viel verstaatlicht wird, da werden wir sehen sehr viel entsorgte Menschen aus dem Parlament, aus irgendwelchen Dings, und das findet ja schon statt, ja, es gibt ja schon beim Verbund einen Vorstand, der ein Ex-Landesrat war und eine Ex-Landesrätin ist jetzt gerade opernkaufmännische Geschäftsführerin geworden. Das heißt, es findet bereits statt. Wir merken es nur nicht oder wir schauen weg und finden noch immer, dass es toll ist, dass der Staat wirtschaftet. Und ich bin ein glühender Anhänger des privaten Unternehmertums, also dem Staat, was des Staates ist oder was des Kaisers ist. Und meine Rechnung ist eine ganz einfache. Wir waren ein Zuschussbetrieb über Jahrzehnte. Also der Staat hat es nie geschafft, in Berndorf irgendein positives Ergebnis zu erzielen. Man hat immer investiert, aber es gab nie ein Payback. Ja. Wir haben das übernommen, wir haben einen Kaufpreis bezahlt. Und siehe da, seit 30 Jahren haben wir bisher keine Verluste geschrieben, liefern wir brav 25% Körperschaftssteuer an den Staat ab. Das heißt, wir machen sein Business und da ist immer mit einem Viertel dabei. Also wieso soll der Staat das managen?
Also schauen, dass es tolle Unternehmer gibt, dass es ein Biotop gibt von Unternehmertum, wo viele tüchtige Menschen das richtig machen. Ja. Dann hat er ohnehin 25% vom Gewinn automatisch durch die Besteuerung. Also es ist ein relativ einfaches Rechenbeispiel. Ich hab die Erfahrung ja zweimal gemacht. Einmal in Berndorf und das zweite Mal mit Schöller-Bleckmann. Haargenau das gleiche Bild. Der Staat war der Profiteur der Privatisierung. Also der Staat ist ein schlechter Unternehmer, der Staat ist ein schlechter Investor. Welche Rolle sozusagen hat dann der Staat in Bezug auf die politischen Rahmenbedingungen? Ja. Können Sie, das haben Sie schon angedeutet, aber können Sie das etwas näher ausführen? Der Staat hat ja Kerngeschäfte. Ja. Ein ganz wichtiges Kerngeschäft ist Bildung. Also ich habe jetzt auch das Privileg, mich mehr mit NGO-Tätigkeit zu beschäftigen. Ich bin ja Kollege jetzt praktisch von Ihnen, mehr mit so NGO-Tätigkeit zu beschäftigen. Und wir sehen ein Riesendefizit zum Beispiel im Bildungsbereich. Also Kerngeschäft Staat wäre Bildung. Und zwar vom Kindergarten aufwärts bis zur Uni. Kerngeschäft Staat ist Sicherheit. Kerngeschäft des Staates ist eine gut funktionierende Justiz. Das dürfen wir ja nicht übersehen. Wehe, wir bekommen in der Justiz Sand ins Getriebe, dann wäre es nicht mehr so nett in unserem Land. Ja. Dann gehört natürlich, Staatkerngeschäft ist diese, wie sagen, Mitwirkung in Europa. Europa ist ein faszinierendes, unglaublich wichtiges Konstrukt. Einmalig, hat es nie gegeben früher, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, aber das müssen wir bewahren, dass unser Staat, die von uns gewählten Spitzenpolitiker, haben eine unglaubliche Aufgabe, Kerngeschäft in der EU eine positive, gute Rolle, in der Außenpolitik eine gute Rolle zu spielen. Also genug zu tun für den Staat. Und dann soll er von mir aus noch gescheite Gesetze machen, Aktienrecht, das funktioniert, ein Stiftungsrecht, das funktioniert. Wir warten seit 7 Jahren auf eine Stiftungsrechtsreform. Das ist jetzt, sagen wir, für Nicht-Insider völlig wurscht, weil so brauchen wir ein Stiftungsrecht. Wahnsinnig wichtig. Es gibt 3000 österreichische Stiftungen, da hängen wahrscheinlich 2700 Unternehmen unten drinnen. Und es ist nicht geregelt. Die Stifter sterben, die irgendwelche Stiftungsvorstände tun dann nichts mehr und verwalten das Ding. Am Ende landet es immer bei Gericht. Und wir haben, ich poche seit 6, 7 Jahren für Stiftungsrechtsreform. Wir waren immer nah dran, es ist immer, ist mal wieder abgebogen. Also das wäre zum Beispiel Rahmenbedingungen schaffen, die, wie soll ich sagen, eine moderne Begleitung für Unternehmen sind. Das ist, also wenn der Staat das alles macht, ist er voll beschäftigt, die Politik gefordert. Wir applaudieren, wir zahlen dann gerne die Steuern rein, ja, wenn das so ist. Da muss ich noch ein paar andere rechtliche Fragen noch andiskutieren, Gewerbeordnung etc. Aber vielleicht können wir das auf die Fragerunden dann verschieben. Sie haben davon gesprochen, dass Sie 20% sozusagen der Belegschaft abgebaut haben, ne? Aber Sie haben 80% behalten. Mhm. Und mit den 80% haben Sie die Transformation aus einem Staatsunternehmen in ein unternehmergeführtes Unternehmen vollzogen. Ne? Da muss ja auch was im Kopf passieren, damit das funktioniert. Ne? Wie haben Sie das hingekriegt? Ja, also der Kulturwandel war eben, dass plötzlich kapiert wurde. Ich kann mich noch genau erinnern, ich bin jetzt durch den Laden gegangen und dann habe ich so gefragt, den Arbeiter an der Maschine, sag mal, wer zahlt denn deinen Lohn eigentlich? Ja? So, wie geht's da? Und so ist ja alles okay. Also wie wir schon on speaking terms waren. Weil also in der Konfliktphase konnte man eigentlich gar nicht reden. Und dann kam häufig, der Staat sorgt für mein Gehalt. Ja. Also das hat damit zu tun, dass Kreisky, der ja der Vater der verstaatlichten Industrie war, ja, ein Riesenreformer, und man mag zu ihm stehen, wie man will, aber hat wahnsinnig viel bewegt, war sicher faszinierend, wird ja jetzt gelobt von allen Seiten. Ich glaube, selbst der Haider hat den Kreisky gelobt. Also das heißt, nur da hat er einen blinden Fleck gehabt. Also etwas verstaatlichte Industrie, da war der Fleck ein bisschen blind. Und der ist vor jeder Wahl, wurscht Bürgermeister, Landtag oder National, ist der in Berndorf, das war eine Hochburg
der Roten. Ja? Also 75% oder 80%, das war wie in der DDR, waren die Wahlergebnisse, war SPÖ. Ja? Und das System hat in sich super gut funktioniert. Der Arbeitsplatz von der SPÖ, die Wohnung von der SPÖ, in der Schule das Kind mehr gefördert, wenn doch SPÖ dabei ist und so weiter. Das war ein super geschlossenes System. Und der Kreisky ist dorthin gekommen immer und hat immer verkündet, er persönlich sorgt dafür, dass keinem Berndorfer im Werk jemals ein Haar gekrümmt wird. Ja? Und dann komme ich her und rasiere die Haare weg. Ja? Und so. Also das war schon Kulturveränderung, eine mächtige. Übrigens, politisch, unglaublich spannend, was da passiert, wie wichtig und privat geführte Unternehmen in so einer Region sind. Der Erwin Bröll hat seine absolute, es ist jetzt für Ausländer oder für Nicht-Österreicher, ist das jetzt uninteressant, aber ich sage mal, ein mächtiger Landeshauptmann in Niederösterreich tritt zur Wahl an, hat den Konkurrenten Stronach bekommen und er hätte diese Wahl verloren, ja, weil der Stronach hat ihm 10% weggenommen, er hätte die absolute nicht mehr geschafft. Wo hat er die absolute geholt? Im Industrieviertel. Der hat in Berndorf die Mehrheit gehabt. Undenkbar 30 Jahre zuvor, 80% SPÖ, gewinnt ein schwarzer Landeshauptmann. Dann, das setzt sich fort übrigens, Nationalratsanwälte, die haben nie mehr eine Mehrheit zusammengebracht, die SPÖ. Ja? Also das heißt, was das tut, wenn die Menschen befreit sind, wenn sie wissen, mein Arbeitsplatz ist nicht mehr von meiner politischen Parteizugehörigkeit abhängig. Und jetzt mag man zur SPÖ stehen, wenn man will. Ich halte nichts von Monopolen, ja, und die haben ein Monopol gehabt und ich fand es einfach fairer, dass es jetzt einen offenen Wettbewerb gibt, um die bessere Politik, um das attraktivere Programm, um den besseren Kandidaten. Das ist auch passiert durch die Privatisierung des Betriebes, behaupte ich einmal. Wäre übrigens für Soziologen ein interessantes Forschungsgebiet, was das in einer Region tut, ja, wenn so ein Vorgang stattfindet. Es war in unserem Teil waren ja wir nicht die Einzigen. Da gab es noch zwei Unternehmen in Hirtenberg und in Enzesfeld, also Buntmetall in Enzesfeld und in Hirtenberg wurde die Kromag damals auch privatisiert. Das heißt, das sind mehrere Vorgänge in der Region gewesen und die haben dort, also wenn man da heute durchfährt, das schaut auch anders aus. Wir haben in Österreich, damit schließe ich das Kapitel Staatsunternehmen jetzt ab, wir haben diesen Begriff Verhaberung. Ich weiß nicht, ob ihr sozusagen aus Deutschland, Schweiz das so irgendwie auch gut kennt, den Begriff Verhaberung. Und Sie haben als Industrieboss, ne, also irgendwo Einblick, ne, in diese Beziehung Politik, Wirtschaft. Sie waren auch in der industriellen Vereinigung tätig. Ne. Wie sehen Sie dieses Phänomen? Gibt es das? Ne? Gibt es sowas wie also auch in den USA ist es eigentlich unter Crony Capitalism, ne, irgendwo bekannt. Gibt es sowas? Sehen Sie diese Gefahr? Oder würden Sie eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft noch viel enger schüren? Ich versuche jetzt wirklich eine saubere Antwort zu geben. Und zwar einfach, ich rede nur über Dinge, die ich selber sehe und oder höre. Und wie ist es mir gegangen? Ja? Ich war der industriellen Vereinigung irgendwie verbunden, weil die im Prozess des Buyouts eine gute Figur gemacht haben, weil da saßen ja auch, und da gibt es natürlich jetzt auch wieder industriellen Vereinigungsmitglieder, saßen im Aufsichtsrat der verstaatlichten Industrie. Ja. Okay, nicht okay, es sind Arbeiterkammer sitzt dort auch drin und so weiter. Und die industriellen Vereinigung war mehr oder weniger ungefragt, meine Lobby, weil sie es toll fanden, dass da irgendwas privatisiert wird. Das war auf deren Agenda. Ja. Folglich habe ich mich dort auch eingebracht. Zuerst in Projekten und dann irgendwann bin ich überlistet worden und dann war ich 4 Jahre lang Präsident der IV Niederösterreich. Ja. Und das war schon, also ich bin ziemlich der Ungeeignetste wahrscheinlich gewesen, weil es schwierig ist. Ich habe immer, also mein Zugang war immer, ich habe immer meine Meinung gesagt, ja, egal wer da war und so. Und auf einmal habe ich mich in einer, und ich konnte quasi im Interesse unseres Unternehmens immer die Meinung sagen und die Mitarbeiter sind dahinter gestanden und so. Habe mich bemüht, keinen besonderen Blödsinn zu reden, aber zumindest frei. Und da war ich Funktionär auf einmal.
Und da muss ich dauernd dran denken, auf welche Rücksicht muss ich jetzt nehmen? Die Mitglieder, vielleicht ist der Erwin beleidigt in St. Pölten, vielleicht da die Arbeiterkammer auf den Schlips getreten, da die Medien sind und so. Also der lange Rede kurz, ich habe es unüblicherweise nur eine Legislaturperiode gemacht und nicht verlängert, weil das hat nicht funktioniert. Und da habe ich aber kennengelernt, in Österreich ist es ein Non-Issue. Also die Verhaberung, es gibt Kreise, die wechseln aber. Ja, also wie soll ich sagen, es gibt immer wieder Leute, die die Nähe zum Kanzler suchen, manchmal finden, manchmal nicht finden. Ja. Ich habe auch einmal mitgewirkt beim Finanzminister, bei der Reform der verstaatlichten Industrie. Das hat mit persönlichen Bekanntschaften zu tun, aber das meandert. Also das ist nicht so, immer der Chef von Goldman Sachs, der bestimmt auch, was in der Regierung passiert. Das ist bei uns nicht. Da redet einmal der mit, dann schwimmt der wieder ab, dann kommt ein neuer hoch. Da war ja Wirecard, war ja auf einmal auch da und hat beraten und so weiter. Also das heißt, das fließt und das ist gar nicht so ungesund. Das heißt, dieses Lobbyieren der österreichischen Wirtschaft, Unternehmer, das sind nicht immer die gleichen. Blöd wäre es, wenn es immer nur die gleichen sind, die Einfluss nehmen und die dann beginnen sogar darüber nachzudenken, wer wird Kanzler. Ja? Da ist die Gefahr heute eher umgekehrt. Also. Thema Unternehmer, Mitarbeiter. Früher hat man gesagt, Kapital, Arbeit. Mhm. Sehen Sie sich als Kapitalisten? Können Sie mit dem Begriff was anfangen? Also in der industriellen Vereinigung war ich der Marxist. Ja. Warum? Teil unseres Kulturwandels war die Einführung einer Mitarbeiterbeteiligung. Also wir haben 24% der Anteile nach dem Buyout haben wir den Mitarbeiter als über stimmrechtslose Vorzugsaktien angeboten. Warum stimmrechtslos, haben wir ja mal kurz diskutiert, weil ich nichts von einem Mitarbeiterparlament halte, um über die Unternehmensstrategie zu befinden. Ja. Aber sehr viel davon halte, dass der Mitarbeiter Vermögen aufbauen kann und teilhat. Das heißt, wenn wir Gewinne feiern, brauche ich nie ein schlechtes Gewissen haben, weil ich bin nicht der einzige Profiteur von Gewinnen. Ich freue mich, dass ich Profiteur von Gewinnen bin, aber ich weiß, da freuen sich noch Hunderte mit, weil sie auch was haben davon. Das war das Motiv. Das heißt, wir haben diese Mitarbeiterbeteiligung eingeführt. Das war, sagen wir, in Kreisen von gestandenen patriarchalischen Unternehmern ein komischer Vorgang und deshalb der Marxist. Ja? Also quasi, was tut denn der da? Und ich habe denen gesagt, Freunde, ich freue mich, wenn ihr es nicht macht, weil das gibt mir eine Sonderstellung, wir kriegen die besten Leute. Und wir haben ja nicht nur, wir haben also jetzt nicht jedem, also wurscht, ob das der Gärtner oder die Raumpflege oder der Arbeiter oder der Prokurist, jeder hat die Chance bekommen, Anteile zu erwerben, nicht geschenkt, erwerben. Und auch auf der Führungsebene natürlich haben wir seit 30 Jahren, jetzt schon in der zweiten Generation, die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Beteiligung. Das kommt aus meiner eigenen Erfahrung beim vorigen Dienstgeber, der gesagt hat, na, wir sind Familie und ich kann da keine Anteile hergeben. Und dann habe ich gesagt, auch das muss ich anders machen. Und das war dann das Motiv, dass es bei uns eine Vielzahl von Beteiligten gibt. Und ich halte das für eigentlich die einzig gescheite, zukunftsorientierte Denke, wenn wir über Verteilungsgerechtigkeit und solche Dinge reden. Ja, das Fairste ist, man beteiligt die Menschen. Ich verstehe auch nicht, jetzt haben wir verstaatlichte Industrie, wir haben eine ÖBB und was ich was alles, warum beteiligt man nicht die Beamten an der Holding dort? Dann lernen sie, was Wirtschaft ist, wie das tickt. Ja, wäre ja positiv. Wenn Lehrer zum Beispiel Aktien hätten von der jetzigen ÖBAG, ja, super. Das tät was. Müssen Sie aber die Voraussetzungen etwas näher erklären, unter denen diese Beteiligung funktioniert? Das ist meandert ja auch. Das muss ja, wir sagen, eine Mitarbeiterbeteiligung oder auch unsere Managementpartnerschaft. Also es gibt eben zwei Ebenen, das sind die Führungskräfte und es gibt die breite Mitarbeiterbeteiligung.
Die breite Mitarbeiterbeteiligung haben wir einmal reformiert nach 15 Jahren, weil ich einen Webfehler drinnen hatte. Man konnte die Aktien mit in Pension nehmen und wir haben dann 40% Pensionisten gehabt auf einmal und jeder ist auf der Aktie sitzen geblieben, was ja ein Kompliment war für das Unternehmen, aber nicht gut war für die Wirkung. Und dann haben wir 2004 eine große Abschichtung gemacht, also wir haben ein Übernahmeangebot gemacht an alle Mitarbeiter, haben das ordentlich bewertet und sauber und da sind also wirklich Millionen in das Tal, war Bonanza im Tristingtal, ja, sind da hineingeflossen, ja, und herrlich. Ich vergesse nicht im Sekretariat die zwei Damen, wie sie gejubelt haben, wie sie das Angebot bekommen haben, hat die Jüngere zu Eltern gesagt, Ingrid, jetzt sind wir reich und schön. Ja, also besser kann es nicht sein. Das heißt, die haben das erlebt, dass das jetzt nicht nur am Papier steht. Sie haben jedes Jahr Dividende bekommen. Ich habe ja erzählt, wie bei uns Hauptversammlungen abliefen. Und die haben also erlebt, das ist jetzt nicht nur am Papier oder irgendwie geschwindelt oder stimmt nicht und so. Da ist Geld aufs Konto gekommen. Und dann haben wir es bei dieser Abschichtung nach 15 Jahren, es ist also jetzt faktisch in der Halbzeit aus heutiger Sicht gesehen, vor 15 Jahren, nach 15 Jahren, haben wir das Angebot gemacht, ihr kriegt jetzt das Geld, könnt damit machen, was ihr wollt, aber wir bieten euch an, jeder darf sich, jede darf sich am Unternehmen beteiligen, wo er unmittelbar arbeitet. Warum? Wir sind sehr rasch gewachsen. Sie haben so ein bisschen Zahlen gesagt, also wir haben gestartet mit etwas über 500 Mitarbeitern und sind heute, wenn ich da unseren Verantwortungsbereich zusammenaddiere, knapp 5000. Also das Ding ist gewachsen. Ja. Manche haben dann gar nicht mehr gewusst, woher kommt der Gewinn eigentlich. Kommt er aus der Ölfeldtechnik oder kommt er von jenem Unternehmen, das neu dazugekommen ist und so weiter. Und dann haben wir es eben gewandelt und haben gesagt, die Mitarbeiter sind jetzt dort beteiligt, wo sie arbeiten. Also quasi lauter so GmbH-Strukturen und da gibt es wieder Beteiligungssysteme. Und die Pensionisten mögen ihr Geld mündelsicher oder super gut veranlagen, aber ihr seid draußen. Das war dann die Botschaft. Und damit hat es wieder zu leben begonnen. Und da gibt es auch ein lebendiges, es wird jedes Jahr die Aktie bewertet und es gibt quasi, die Börse ist eine Stiftung, die das Ganze verwaltet. Die hereinkommen, die Anteile nimmt und Anwärter wieder quasi geglückt. Das heißt, das sind aktive Mitarbeiter. Jetzt ist es so gelöst, es muss ein aufrechtes Dienstverhältnis verbunden sein mit dem Anteilsbesitz. Diese Beteiligung ist ja immer der Weg, um diese Dichotomie zwischen Arbeit und Kapital aufzulösen. Ja, also mich fasziniert das, weil ich wollte es immer als Junger auch, ja, und mich fasziniert das einfach, wenn jetzt sagen wir, der Arbeiter erlebt, dass er am Wert, der da geschaffen wird, nicht nur am Ertrag beteiligt ist, also Bonifikationssysteme gibt es sowieso, und es muss ja niemand beteiligt sein, es ist freiwillig. Also wir haben sowohl als auch die Leute Signal, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit und so weiter. Das heißt aber, diejenigen, die sich beteiligen, erleben, dass sie A, Dividende bekommen und B, erleben jedes Jahr die Wertentwicklung ihres Papiers. Immer sauber präsentiert und da gibt es auch eben eine Hauptversammlung, wo der Wert jeweils dargestellt wird. Also haben wir seit 30 Jahren eingespielte Rituale, auch Rituale, die diese Glaubwürdigkeit wirklich ganz, ganz fest verankert haben und das funktioniert. Welche Rolle haben dann Betriebsrat und Gewerkschaft für Sie? Unser Betriebsratsvorsitzender ist Aktionär. Ja. Und versteht auch, wovon wir reden. Und übrigens, der Betriebsrat hat jetzt in der Covid-Krise eine super Rolle gespielt. Ja, also wir waren ja schneller als die Regierung mit Maßnahmen, wiewohl ich immer auch hier offen ausgesprochen, kritisch gegen die Regierungsmaßnahmen aufgestanden bin. Ich glaube, man kann es auch anders machen und wir haben es vorgeguckt. Und wir haben sehr früh, schon Ende Februar, hat es bei uns schon Richtlinien gegeben, wie wir tun, da so sitzen und uns anstecken und so. Und haben einen sehr schönen Erfolg gehabt. Und da haben die Betriebsräte eine unglaublich wichtige Rolle bekommen als Aufklärer. Und auch als Schauen, machen wir es wirklich richtig und so weiter. Ja, man kann ja
in der Regelung rausgeben und keiner hält sich dran. Wäre auch möglich. Und was war das Fazit? Circa 5000 Leute auf der ganzen Welt irgendwo. Wir hatten 6 positive Tests im ganzen Verein und keine einzige jetzt ernsthafte Erkrankung. Ja. Und das war unsere Sorge war, wenn die Seuche in den Betrieb reinkommt, ist es blöd. Ja, dann stehen wir. Also es war sehr kapitalistisch eigentlich und nicht nur gesundheitspolitisch gedacht. Ja. Und da hat der Betriebsrat eine super Rolle auch gespielt. Also in dieser Übersetzung von doch jetzt ganz schnell erforderlichen Maßnahmen, Überzeugungsarbeit. Ich weiß nicht, ob die Geschäftsführer das alleine so gut geschafft hätten. Ich weiß, dass die Gewerkschaft an sich dem Beteiligungsmodell sehr skeptisch gegenüberstand. Klar, also gab es einen mächtigen Gewerkschaftsboss, der hat es sehr schnell kapiert, was da geht, war schon da, schaut mir in die Augen und sagt, na Sie, wenn das ja jeder so macht wie Sie, dann habe ich keine Mitglieder mehr. Ja. Und dann müssen Sie fest arbeiten dran. Ja. Aber die haben das schnell verstanden natürlich und haben dann sofort mit der Parole agiert, Achtung, ja, Achtung. Schüssel hat übrigens ein Buch gemacht Anfang der 90er Jahre, wo auch du hast die Arbeiterkammer mit involviert. Und da ist immer der große Zeigefinger gehoben worden, der Mitarbeiter gibt nicht nur seine, also riskiert im Unternehmen seinen Job, sein Einkommen, aber wenn er noch Ersparnisse reingibt, dann riskiert er auch noch die Reserven, wenn es pleite geht. Ja. Ist ein Totschlagargument, mein Umkehrargument war, 30 Jahre Beweis, eine ganze Generation hat profitiert davon. Also das kann ich heute sagen. Ich würde eine Rolle sehen der Gewerkschaft, wenn sie smart wären, ja. Nicht immer sind sie ganz smart, aber wenn sie smart wären, wäre die Rolle, den Missbrauch zu beobachten. Und das habe ich glaube ich in unserem Gespräch auch erwähnt, ich habe immer nur alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Schau, so machen wir es. So schauen die Verträge aus, bitte schaut drüber, ob ihr was findet, was nicht in Ordnung ist und so weiter. Also quasi die Gewerkschaft könnte diese Ombudsstelle sein für die Mitarbeiterbeteiligung. Ja, wo das einfach auch transparent gemacht wird, was tut das Unternehmen. Ich schließe nicht aus, dass es Banditenunternehmer gibt. Also jetzt sage ich mal, schlimmen Menschen sind ja auch Gauss verteilt. Wurscht, ob das eine Gruppe Unternehmer ist. Oder eine Gruppe von Priestern oder irgendwer. Also es gibt überall eben die Superguten und wie wir wissen, es gibt halt leider auch schwarze Schafe. Und die gibt es natürlich auch, wenn man so ein System einführt und da hätte die Gewerkschaft eine Rolle. Danke. Thema noch ganz kurz, EU, Globalisierung. Sie haben schon angesprochen, die Rahmenbedingungen damals waren günstig. Sie haben irgendwo schon irgendwo eine gewisse EU- Begeisterung irgendwo durchklingen lassen. Wie sehen Sie die Rahmenbedingungen für ein Unternehmen wie Berndorf im EU-Binnenmarkt? Ja, erstens einmal, noch einmal, die EU ist ein nicht nur ein wirtschaftliches Projekt, es ist einfach ein gesellschaftliches Projekt und es ist für mich faszinierend, ich meine, in dieser Runde gibt es eine ganze Reihe, die selber Erfahrung gemacht haben, aber in meiner Zeit gab es Erasmus nicht. Ja, und ich finde das toll, dass dieses Europa eins ist. Ich habe eine quasi Großnichte, also die Enkelin meines Bruders, die hat sich jetzt schon auf ein Auslandsjahr in Stockholm und so weiter, also wenn das Corona wieder vorbei ist. Das heißt, das ist ja faszinierend, also dass in der Ausbildung das Europa offen ist. Friedensprojekt wird immer wieder bemüht, aber man soll es nicht vergessen. Man hat schon 70 Jahre gegeben, rund um den Rhein und die Donau, wo sich die Menschen die Schädel nicht eingekauft haben. Ja. Ich glaube, da muss man weit zurückgehen in die Geschichte, irgendwas ein Jahr zu finden, vielleicht bei den Ägyptern oder so. Also, und allein das schon. Ja. Und ich bin ja der Superprofiteur, 1947 geboren, in eine Zeit hinein, die wirklich toll ist und dass das Europa entstanden ist. Und jetzt auch 30 Jahre, man kann ja alles kritisieren, eben wie man auch Demokratie und sonst alles diskutieren kann, aber da müssen wir dahinter stehen. Also ich bin ein wirklich überzeugter Europäer bei allen Hopperlas, die da passieren mögen. Wer hätte sich gedacht, dass es ein Euro gibt? Es
Es gibt Menschen, also meine Enkelin weiß nicht, was ein Schilling ist. Ja. Daro ist da. Ja. Es gibt ja in Euro. 2008 haben wir gesagt, jetzt ist alles hin, bricht auseinander. Und so, Euro hin und so. Nichts ist hin, funktioniert weiter. Das heißt, das Europa hat eine Kraft. Und deshalb sollte man auch dahinter stehen, aus Eigeninteresse. Was ist Internationalisierung, Globalisierung? Was tut das? Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben, wie ich begonnen habe, 15 Mitarbeiter im Ausland beschäftigt. Ja? Wir haben jetzt vom Gesamtverein, den wir da überblicken, 3.500 beschäftigt. Und zwar von USA über Lateinamerika, über Europa sowieso quer durch, Asien, wir sind in Vietnam, wir sind in China, wir sind in Indien. Ja. Da hat sich da, bei uns, wenn wir da reinkommen, da sieht man auch die Nationen abgebildet. Nicht nur, wenn Kunden zu Besuch sind, sondern auch, wir haben auch Mitarbeiter aller Hauptfarben, die es so gibt. Ja. Das heißt, das ist ein, innerhalb einer Generation ein kompletter Wandel. Es gab natürlich auch, wie ich angefangen habe, rote und schwarze, aber die haben alle weiße Hautfarbe gehabt. Ja. Und jetzt ist es so, dass das ein bunter Haufen mit wahnsinnig vielen auch kulturellen und sprachlichen Skills ist. Ganz wichtig. Also da ist irrsinnig viel passiert. Und jetzt kann man sagen, wo sind die Grenzen der Globalisierung? Das muss jedes Unternehmen für sich selber suchen. Ja? Also ich bin sehr, sehr vorsichtig in China, wiewohl wir dort 1.000 Menschen beschäftigt haben. Also wir haben dort einige Betriebe. Und wir haben uns also jetzt da vorgenommen, nachdem man China neu bewerten muss, was Macht, Politik und so weiter anbelangt, wir haben uns vorgenommen, wir haben auch so Tests gemacht, ja, also wie geht der Geldtransfer? Also wenn du etwas verdienst, kriegst du das Geld überhaupt wieder nach Europa zurück. Sehr tricky, man. Guck mal, wie sie da ticken, die Jungs. Ja. Und dann haben wir für uns einmal festgelegt, in China wird nur mehr in China verdientes Geld investiert. Also wir haben gestartet, dann haben sie in die Vorlage gegangen. Jetzt, wenn jetzt jemand neu beginnt, dann kriegt er den Kredit von der Schwesterfirma und nicht frische Euro. Also das ist so ein Learning, das muss man jetzt ständig beobachten. Ja. Aber es ist ja auch USA nicht unproblematisch. Ja, also wir haben, gerade in der Ölfeldtechnik ist der Schwerpunkt eigentlich USA. Und da müssen wir auf der Hut sein und dann sind wir froh, dass wir Europa haben, weil da haben wir berechenbare Bedingungen. Ja. Aber sonst, wenn man so ganz global denkt, dann macht man oft den Fehler, dass man glaubt, wir sind in Deutschland oder in Österreich, weil es scheinbar eh auch so ist. Es fahren ja da auch Autos herum und es funktioniert so vieles wie in Europa, aber das mag täuschen. Also sind wir froh, dass wir in Europa berechenbare Spielregeln haben und je weiter man rausgeht über die Ozeane, desto unberechenbarer werden die. In einer Zeitschrift gelesen, ein Interview mit Georg Kapsch, ja, der in Afrika gerade seine Nightmares erlebt. Ja, und liegen gelassen hat. Ja. Genau. Also das heißt, mit der Anzahl Kilometer Entfernung aus Europa erfordert es eine hohe Sensitivität, Risiken zu beurteilen. Herr Magister Zimmermann, vielen Dank fürs Gespräch. Also für mich war es wie immer ein großes Vergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich hoffe, also euch ist es auch so gegangen. Ne? Ich bin sehr überzeugt davon. Ich mache jetzt Schluss. Bernhard, übergebe an dich und vielen Dank fürs, da gibt es hier noch Fragen aus der Runde. Genau, vielen Dank fürs Kommen und für die Moderation. Das ist sehr, sehr